Die Liquidatoren von Three Arrows Capital fordern 1,3 Milliarden US-Dollar von Terraform Labs, berichtet Bloomberg. Three Arrows Capital war ein großer Krypto-Hedgefonds, der infolge der Terra-Krise pleite ging. Im Mai 2022 kollabierte das algorithmische Stablecoin-System von Terra Luna. 3AC war ein bedeutender Investor. Die Klage behauptet, Terraform Labs hätte den Hedgefonds manipuliert, um Token zu kaufen und Marktpreise künstlich zu erhöhen. Der Gründer von Terra, Do Kwon, steht wegen Betrugs vor Gericht und soll nach Südkorea ausgeliefert werden. Auch die Gründer von 3AC stehen im Visier der US-Finanzaufsichten SEC und CFTC wegen Bilanzfälschung. Diese Meldung erschien zuerst auf BTC Echo, geschrieben von Giacomo Maihofer.